Hallo, meine werten Zuschauer. Und zwar ist das mal hier jetzt was anderes. Ich muss diesen Part nachsynchronisieren, weil wie ihr schon in den letzten Part mitbekommen habt, knackst mein Mikrofon an irgendwelchen, oder sagen wir mal aus unerklärlichen Gründen. Jetzt bin ich quasi gezwungen, das hier nachzusynchronisieren und höre mir das quasi selber gerade an und versuche so meine Emotionen rüberzubringen. Check halt wie immer die ganzen Türen ab, sehe eine Werkbank und freue mich darüber, dass ich mal wieder eine Werkbank finde, aber leider habe ich ja keine Energieknoten einstecken, also, naja. Fuck that shit, bitch! I don't need them! Das Lustige ist, hier ist ja die Werkbank in so einem verschlossenen Raum und davor war sie einfach bei einem Gegner drin. An dem Part habe ich wieder Oh Gott gesagt, was ich ja irgendwie sehr oft sage. Ich glaube, Oh Gott habe ich schon öfter gesagt als meinen eigenen Namen. Find mal wieder so ein bisschen meditieren. Und hier gab es eine Tür, wo man halt mal wieder mal einen Energieknoten brauchte. Und das halte ich mir halt wieder selbst vor, immer einen Energieknoten dabei haben. Weil sonst ärgert man sich am Ende und muss alles zurücklaufen. Und da freue ich mir auch richtig den Ast ab, dass ich ein großes Medipack gefunden habe. Das war wie Weihnachten, dieser Raum. Also ich war so voller Freude und Emotionen, das ist unglaublich. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich klang es eher so, yay, großes Medipack, yay, Munition. Ich musste sogar an der Stelle immer noch, ich weiß es gerade gar nicht, 4 oder 5 von diesen Giftkapseln-Typen umbringen. Da habe ich gerade gesagt, warum klebt da Kaugummi an der Decke? Ich bin ein richtiger Hustler G, man. Ja, renn durch, mein Freund. Jetzt rede ich schon mit mir selber, das ist ja... Ich frage mich, was die Leute sich von mir denken. Schau wie an. Und ja, hier kam ein Boss und ich wusste gar nicht mehr so richtig, wie man den besiegt am Anfang. Aber mir ist es dann ja wieder eingefallen, dass man quasi die erstmal anschießen muss und dann bücken die sich und dann kann man die von hinten so richtig vergewaltigen. Ungefähr so. Also die haben ja einen Schwachpunkt im Rücken. Ein Schuss, das reicht schon, und da baller ich ihn voll ab. Eigentlich hätte ich auch eine Mine, glaube ich, legen können, und diese Mine wäre wahrscheinlich stärker gewesen als der einzelne Schuss, aber hey, ich habe es ja geschafft und einen Energieknoten bekommen, yeah. Also Wayne interessiert's. Ich fahre jeden Morgen mit dem Wayne Train zur Arbeit. Und da ist wieder so ein Motherfucker. Hör mal auf zu atmen, ja! Ach ja, diesmal mache ich die Aufnahme nicht nachts. Das ist eigentlich mal relativ angenehm. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen lauter reden. Was ich irgendwie nicht mache, aber ich könnte es theoretisch. Oh, scheiß der Hund drauf. Nachts bin ich lauter als abends. Yo. Da hat irgendwas gepupst. Ich zitiere mich selber. Es fühlt sich total seltsam an. Das ist das erste Mal, dass ich was nachsynchronisiere. Und ich muss sagen, es ist halt schon krass. Hier entdecke ich so einen Typen, der sich eingesperrt hat. Die Lösung ist eigentlich ziemlich simpel. Aber ich bin halt so ein bisschen nicht der Hellste im Kopf. Und muss da quasi erstmal so drauf kommen, ne? Muss jetzt mal abchecken, die Lage hier. Kann ich durchschießen? Natürlich nicht. Jetzt komme ich erst auf die Idee. Eigentlich war es voll simpel, ich hätte eigentlich direkt darauf kommen können. Weil ich feuer quasi jetzt einfach eine Mine da rein.
Und schon hat sich das Problem gleich automatisch geklärt, ne? Bäh. Ich kann mir mal eigentlich selber auf die Schulter klopfen, dass ich so ein Schnellmerker bin, wie sowas funktioniert. Inzwischen musste ich sogar nur zwei umbringen. Also waren es doch nur vier. Ich bin voll blöd, ey. Ich hätte eigentlich mal direkt auf Karte gucken können, aber ist egal. Ich lerne halt. Da ist wieder so ein Typ, der atmet. Ist eigentlich relativ einfach gewesen, muss ich sagen, die Mission, das Kapitel. War nur ein bisschen langwierig, weil man so die ganze Zeit hin und her rennen musste. Aber an sich, so vom Schwierigkeitsgrad würde ich eher so auf, boah, naja, so auf den Schwierigkeitsgrad, den ich eingestellt habe, auf Mittel so einschätzen. Wenn ich Dead Space 2 aufnehme, ich weiß nicht, was den Schwierigkeitsgrad ich da auswählen werde, weil da gibt es ja irgendwie was für Profis und das wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen zu krass. Energieknoten, yay! Da freue ich mich wieder, wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Und hier ist so die Stelle, wo alles. da habe ich mich so erschrocken. Das ist das, was ich mich schon gefragt habe, während ich hier diese Tentakel abballe, erkläre ich mal kurz. Ist das dieser Raum, wo ich vorne durchgelaufen bin? Weil wir haben ja auch diesen Log gelesen, wo quasi drin stand, yo, das entwickelt, verbreitet sich 20 mal schneller als so eine normale Bakterie. Und ich glaube, das ist sogar der Raum, wo wir vorne durchgelaufen sind, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wie sage ich, wenn ich später mal dieses Tentakel-Ficker-Vieh treffe, danach zeige ich den Chat, wer der Barbo ist. Yo, ich bin richtiger Hustler, G. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Schau besser nicht nach, Bruder. Hier wundere ich mich auch, weil ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass wir hier schon irgendwie irgendwann waren, aber kann eigentlich schlecht sein, ne? Wahrscheinlich ist es halt ein anderer Raum, aber es kam mir halt echt so vor, als ob das sich in der Zeit so krass entwickelt hätte. Muss ich auch erstmal die Lage checken, was ich machen muss, also. Das meine ich mit Lage checken. Oh Mann. Also, man kann so dämlich sein, aber. Ja, man kann schon dämlich sein, aber das ist schon so. Ist die Herdplatte heiß? Greif rein. Ah, heiß! So richtig zurückgebliebener Mensch bin ich eigentlich. Die Lösung hiervon war eigentlich auch gar nicht mal so schwer, aber es ist halt irgendwie, ich wusste gar nicht, ob ich das mit einem richtigen Timing machen sollte oder ob es da eine einfache Möglichkeit gab, weil ich habe halt gar keine, wie nennt man das? Ich habe gar keinen Orientierungssinn, wenn ich so an der Wand stehe und nach oben gucke, wie man gut sehen kann. Und hier konnte ich einfach jetzt nicht so durchspringen. Was irgendwie schon ein bisschen komisch war und ich konnte halt auch auf gar keine andere Wand und da war eigentlich die Lösung nur, wieder nach unten zu springen und dann quasi wieder nach oben während des aus ist. Aber das hat sich doch ein bisschen schwieriger herausgestellt, dass das zu machen ist, als wie es eigentlich sein sollte, glaube ich. Versuche ich das gerade. Und ich finde das Loch einfach nicht wieder. Da. Und. Da wurde ich an den Füßen gekitzelt. Und wundere mich wie so ein. Keine Ahnung. Wie so ein blindes Huhn, das kein Korn
findet, warum ich gestorben bin. Aber wenn ich mir das Video jetzt mal so angucke, dann fällt mir mal auf, dass ich einfach an den Füßen gekitzelt wurde. Was soll man machen, ey? Man kann nicht immer der Beste sein, ne? Kein Weiß das vom Himmel gefallen, ne? Ich liebe es inzwischen, wie dieser Antoine zu sprechen. Ich weiß gar nicht, was um meine Mutter denkt, wenn ich die ganze Zeit vor allem mit mir selber rede, aber... Yo! Fuck this shit! Die müsste eigentlich schon dran gewohnt sein. Und hier stelle ich halt gerade fest, dass ich halt echt nirgendwo hinspringen kann. Und ich muss halt auch sagen, wenn ich mir jetzt so die Aufnahme selber anhöre, ich klinge wie Lil Wayne, als ob ich Autotune anhätte. Es ist halt echt grauenhaft, das kann ich so nicht hochladen. Ambrose Free macht schon gerade die nächste Kolonisation, ne? Ich hab mich gewundert, woher die Geräusche kommen, aber hab nichts gesehen. Es ist halt total ätzend, da so an der Wand zu sein und halt seine Gegner sich zusammenzusuchen. Ich schieß einfach so einen Knüppel an und da steht's einfach direkt hinter mir, das Vieh. Das Kind, scheiß Kinder, ne? Müssen schon so mindestens. Oder ich sag mal eher. If the age is on my clock, they are ready for my cock. Da ist der Wichser, ne? Mich threat denn nicht. Guck mal, was ist das für ein unlogisches Spiel? Ich hab auf ihn gezielt und die können mir nicht sagen, dass meine Plasmaschüsse, Plasma-Cutter-Schüsse so breit sind, dass sie da nicht durchpassen, aber hey. Bisschen als wenn es gar nicht funktioniert, ne? Stell dir mal vor, ich müsste damit so Knochen und Stein durchrennen und die alle kaputt hauen. Dasselbe, was wir auch haben. Wir haben ja auch vorhin dieses Hologramm gesehen. Von der lieben... Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, ne? Diese Frau, wegen der wir eigentlich da sind, die wir quasi dazu überredet haben, auf die Ishimura zu gehen. Weil die dort, keine Ahnung, eine Zukunft vor sich hat. Ich weiß nicht, wie behindert man sein kann, um zu sagen, wenn man auf der Erde lebt, yo, geh mal in den Weltraum und arbeite da mal einfach so auf einem Abbauschiff. Und dann passiert sowas. Best idea of his life. Und wir haben halt auch diese Halluzinationen. Ich kann halt auch nicht wirklich sagen, ob das wirklich Halluzinationen sind. Es kann halt auch sein, dass sie wirklich noch lebt, weil es gibt eine Stelle, wo man meint, dass sie leben würde, aber ich glaube, es ist halt eher eine Halluzination. Da gibt es auch viele Leute, die sich drüber streiten. Aber... ja, jeder kann sich ja da so seine eigene Meinung drüber bilden. Hab ich mich gerade voll erschrocken, dass der Typ vor mir war. Hässliche Missgeburt, was machst du da an der Wand, ne? Geh mal woanders herumschreien, ne? Wenn dir hier nicht gefällt, dann, geh dir redlich woanders hin. Check kurz ab, wohin ich muss. Lad meine Stase auf. Mach ich auf den Weg, um wieder ein paar Nutten zu prellen, ne? Nur Kinderpreller ficken Kinder im Kirchenkeller. Tut mir leid, den muss ich gerade sagen. Der lag mir gerade so auf der Zunge.
Und hier wundere ich mich halt wirklich darüber, was, wo ich, also, ja, hier wundere ich mich darüber, dass das eigentlich mal doch der Raum war, wo wir vorhin lang gelaufen sind. Wo da diese Viecher aus diesem Schacht rauskamen, aber ich bin mir halt echt nicht sicher. Der Part ist ja auch schon zu Ende, wie ich sehe. Oder was ist zu Ende? Der ist so gut wie zu Ende. Ich kann jetzt schon mal sagen, es tut mir wirklich leid, dass das hier nicht so gut geklappt hat mit meiner Aufnahme und dass ich das nachsynchronisieren muss. Ich hoffe, ihr seid dennoch zufrieden. Und im nächsten Part wird nicht so ein Knackschen sein. Oder meine Stimme wird nicht wie Lil Wayne klingen. Und ich bedanke mich, dass ihr auch so mir zuhören könnt, falls sich das jemand irgendwann mal anschauen wird. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Dead Space. Bla.